Immerhin, sie fangen an, das Gelände zu verlassen. Ich schätze, die Reinigung wird bis nach unserem Urlaub warten müssen. Wir sollten den externen Fruchtsammler einsatzbereit machen. Die Kühlung durch den Schnee hält sie sogar frisch. Hm. Zieh dir das rein. Wir sind drin und der Kühlschrank ist überall dort draußen. Wow. Genialer Gedanke, oder? Sicher, du bist ein schlaues Köpfchen, du. Wusste ich's doch. Ich frage mich, ob die anderen heute früher fahren. Die Straße ist ja nun frei. Tja, warum auch nicht? Kaum zu glauben, dass wir wegen der vielen Aufträge unsere Weihnachtsfeier so weit nach hinten verschieben mussten. Brichst du heute auch früher auf? Ja, warum nicht? Ich verbringe den Abend mit der Familie meiner Schwester. Sie leben hier ganz in der Nähe. Mit ihrem kleinen Blag, was? Ja, aber ihr kleines Blag hat mir ein besseres Weihnachtsgeschenk gemacht als du. Hey, immerhin habe ich versucht, für meinen Partner etwas zu besorgen. Im Gegensatz zu einer gewissen anderen Person. Zwinker, Zwinker, Doppelzwinker. Glaub's auch nur du. Was ist das? Es ist eine Hintergrundgeräuschrekorder. Er spielt verschiedene beruhigende Hintergrundgeräusche ab, wie zum Beispiel Meeresrauschen oder das Zirpen von Grillen. Hör dir das mal an. Hört sich an wie etwas, das mein Handy auch könnte. Ach ja, mit diesem Gerät kannst du auch eigene Aufnahmen machen und sie in einer Endlosschleife abspielen. Einfach Record drücken und du kannst dir deinen eigenen Hintergrundsound für die Arbeit erstellen. Ich wiederhole, Handy, Smartphone, checkst du's nicht? Vor allen Dingen Smartphone. Was ist das denn? Sieht so aus, als wären wir beide nicht besonders gut im Schenken. Hey, ich nehm's trotzdem. Vielleicht nehme ich auf, wie Rob eine Standpauke bekommt und nehme das zum Einschlafen oder so. Ja, ja. Wie dem auch sei, wie steht's mit dir? Hast du schon was vor? Also. Ho, 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 ho. Komm her, du Hengst. Hm? Ist das der Wein oder wirst du mit jedem Tag noch attraktiver? Meine Liebe, ich bin nüchtern wie am ersten Tag und du bist immer noch heiß wie die Sonne. Wenn ich dir in die Augen schaue, ist mir, als würde ich sanftes Meeresrauschen hören. Du geiler Bock, du. Oh, du freches kleines Luder. Wenn mein Rücken nicht wäre, würde ich dich auf der Stelle... Hey. Hey. Es schneit draußen. Ja, schon den ganzen Tag. Okay, für heute ist es wohl genug. Yep. Ich mach mich auf den Weg. Tu das. So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Bonus-Episode von To the Moon bzw. Siegmund Minisodes. Ne, Minisode. Und wir sind wieder Dr. Eva. Dr. Eva, warte mal, ich muss mal die DPI wieder einstellen. Oh, das ist immer so schrecklich hier. Wir können noch mal mit Neil reden. Oh, hey, danke für den Rekorder und so. Meine Güte, sei jetzt nicht zu dankbar. Dieses Gerät macht unseren Job erst möglich. Wie gesagt, ich hatte das ja schon in der Bonusfolge oder beziehungsweise in der Bonus-Minisode davor gesagt, dass es zwei gibt, ne? Und wir spielen jetzt die zweite. Danach kommt noch was, da bin ich auch nochmal gespannt. Und dann haben wir alles von To the Moon durch. Und wie man sieht,
es war halt immer ein Holiday-Special beziehungsweise ein Weihnachts-Special, dass so zwei kleine Mini-Episoden rauskamen mit Neil und Eva, was ich eigentlich sehr süß finde. Und immer sehr witzig, die Alten gerade. Das war ein bisschen creepy. So. Hallo? Wer ist da? Hallo? Okay. Telefonstreich oder was? So, wir fahren bei Schwesterherzchen. 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 Ah, ich hab's wieder mit dem Sprechen heute, ne? Ich hab's heute wieder mit dem Sprechen. Ich sag nur Smartphone. Gehe zu Büroräume, Aufenthaltsraum, Eingangshalle. Wir gehen erstmal in die Büroräume, ne? Wir schauen mal, was wir da machen können. Ach, guck mal. Hey, Eva! Hey, Eddie, wie geht... Nein, 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 nein. Ups, sorry. Was soll das? Achso, was soll's? Kein Problem. Hey, kannst du den Aufzugknopf für mich drücken? Warum? Hast du nicht gerade erst gedrückt? Ja, aber der Aufzug scheint immer sofort da zu sein, wenn du ihn drückst. Das ist albern. Es ist nur Glück. Komm schon, versuch's einfach mal. Was zum... Danke! Der Eddie. Hat mich gewundert, dass er nicht über seine Haare spricht. Da hinten war Roxy. Wir schauen erstmal hier, ne? Hier müssten, glaube ich, dieselben Namen stehen. Ja. Ich glaube, hier ist auch weiter nichts, ne? Nee, da können wir auch nicht... Doch, da können wir sogar weiter rein. Ach ja, da waren ja die Toiletten, ne? Ja, ja. Stimmt. Hatten wir ja letztes Mal auch schon gesehen, dass da die Toiletten sind. Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade bei OBS geschaut und ich dachte schon, der nimmt das Spiel nicht auf. Da wäre ich ja schon wieder... Weil ich muss kurz erklären, ich hatte schon 3 Anläufe. Ich habe das ja da schon davor erklärt, dass das so schwierig ist, dass der das, wenn er das Spiel startet und wenn ich dann raus habe, dann wirft er alles, was auf dem Bildschirm ist, durcheinander. OBS, den Ordner, wo ich es geöffnet habe. Und muss eine Bildschirmaufnahme machen, weil er das Spiel selber nicht erkennt, wie auch immer. Und dann hat es angefangen und dann war das Spiel noch zu laut. Ich hatte es schon vorher leiser gemacht, aber dann war es doch zu laut. Dann habe ich wieder gelöscht, habe nochmal neu angefangen. Dann hat der Kater im Hintergrund irgendeinen Lärm gemacht. Dann habe ich wieder gelöscht, habe wieder neu angefangen. Dann habe ich mich am Anfang die ganze Zeit versprochen, das, was wir vorhin gesehen haben. Man hat es ja mit Smartphone nochmal gesehen. Habe ich es nochmal gelöscht, habe nochmal neu angefangen. Also wirklich, es ist... So, ich gehe erstmal in Nils Büro, wenn ich darf. Können wir irgendwas schauen? Mehrere Flaschen selbstgemachten Ketchup. Ketchups? Ich dachte, das ist ein Witz. Selbstgemachter Ketchup? Ach, der Neil. Ah. Ist ein Träumchen, der Kerl. Ist ein Träumchen. So, Roxy? Alles in Ordnung, Roxy? Oh, hey ho, Eva. Ja, ich warte nur auf Rob. Sein Auto ist in der Werkstatt, also machen wir eine Fahrgemeinschaft. Hey, Rob, bist du soweit? Nur eine Minute noch. Wie auch immer. Was machst du nachher? Nicht viel. Ich fahre nur nach Hause zum Abendessen mit der Familie meiner Schwester. Wir haben immer ein gemeinsames Weihnachtsessen und sie warten auf mich. Wow, nett von Ihnen. Wäre ich anwesend, hätte der Truthahn keine Schonzeit. Glaube ich gerne. Und hast du irgendwelche Pläne für heute Abend? Naja, ich treffe nachher ein paar Leute. Aber zuerst habe ich ein Date mit meiner guten alten Couch und einer Packung Eiscreme. Ich werde mir die komplette Packung schnappen und sie ausleeren und dann werde ich löffeln, löffeln, löffeln. Klingt nach einem guten Plan. Yep, yep. Okay, die ist ein bisschen creepy. Manchmal. Können wir da rein? Mach auf! Mensch, Roxy! Ich sag dir doch in einer Minute. Was nicht? Okay, schade, wir kommen da nicht rein.
Gut, dann gehen wir erstmal nochmal in unser Büro. Ne, das kennen wir ja. Mal schauen, ob wir hier noch irgendwas haben. Das Tagebuch. Da könnten wir nochmal schauen. Liebes Tagebuch, heute habe ich... Mist, nicht schon wieder. Und die Tür war auch offen. Ich sollte es endlich wegschließen. Ja, und wir haben letzte... Mal noch gesagt, wer lässt denn sein Tagebuch mitten im Büro, ne? Ah, das ist unsere Arbeitstasche. Okay. Gut. Dann haben wir unsere Arbeitstasche. Mehr konnten wir jetzt nicht machen. Dann würde ich gerne noch mal in den Aufenthaltsraum gehen. Ob wir da vielleicht noch jemanden treffen. Ne, bevor wir in der Eingangshalle gehen. So. Hallo? Okay, manchmal zeigt er das nicht an. Hierzu. Konferenzraum waren wir. Aufenthaltsraum. Da würde ich gerne noch mal schauen. Ah, die Musik ist auch echt ein Trauma wieder, ne? Ach, Mann, ey. Das ist auch echt... Oh, wen haben wir denn da noch? Ist das nicht Dings? Lisa Vasquez. Ich bin so froh, dass wir endlich mal eine Auszeit bekommen. Es wird sicher schön, ein wenig Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Einen schönen Abend noch, Lisa. Du hast ihn dir verdient. Jeder hier hat das. Ganz besonders Willis und Taima. Um ehrlich zu sein, mache ich mir etwas Sorgen um sie. Ja? Ja, sie arbeiten viel zu hart für ihr Alter. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich in der Lage wäre, mich um sie zu kümmern, wenn es soweit ist. Was? So, hier ist, glaube ich, noch Billy. Ah, Logan war das. Mann, auch wenn die Herman Corp heute für uns einspringt wegen des Vertrags und so, mir ist trotzdem unwohl dabei. Schließlich sind sie unsere Konkurrenz. Ja, aber das ist wohl eine der wenigen Möglichkeiten, in diesem Job mal eine verlässliche Auszeit zu bekommen. Außerdem werden wir das Gleiche für sie tun. Sie sollten also besser gute Arbeit leisten. Ja, das sollten sie auch. Okay, mehr können wir nicht machen. Ich weiß nicht, können wir mit denen, sagen wir noch... Achso. Ich gehe nach Hause, sobald ich hier aufgeräumt habe. Unordentliche Tische ertrage ich nicht. Du bleibst noch hier? Nein, nein, ich werde auch gleich aufbrechen. Ah, na gut, komm gut heim. Danke. Sagt sie noch was? Wo treibt Nier sich rum? Achso. Wo treibt Nier sich rum? Ich dachte, er wäre bei dir. Oh, er ist, keine Ahnung, was er treibt. Wie üblich also. Gut. Alles klar. Dann haben wir hier alles. Wir haben uns verabschiedet. Dann gehen wir mal in die Eingangshalle. Die Demonstranten haben wir ja am Anfang gesehen. Die sind noch draußen. Oder mal wieder draußen. So, Eingangshalle. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt, dasselbe Weihnachten ist. Oh. Eva, wegen vorhin. Hey, mach dir keine Gedanken darüber. Nein, Mädchen, du verstehst nicht. Manchmal, wenn ein Mann eine Frau ganz doll lieb hat. Ach du mal wieder. Wollte er sie gerade aufklären? So, wo geht's denn hier hin? Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Okay. Können wir hier hin? Lass mich ran, es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Vielleicht nächstes Mal. Aber es wird kein nächstes Mal hier geben. Glaube ich. Weiß nicht, es gibt ja noch 2 Episoden. Also, vom Hauptspiel her. Gut, dann gehen wir mal raus. Du gehst? Du bist noch hier? Jupp, ich bleibe über Nacht. Moment mal, was? Alle gehen nach Hause. Was soll ich sagen? Ich bin halt ein hart arbeitender Samariter. Aus dem Weg! Neil. Bob? Ich heiße Robert. Rob? Ah, diese kleinen Mini-Jokes, ich liebe sie. Wie auch immer, einen schönen Abend bei deiner Schwester Eva. Du willst wirklich deine erste freie Zeit seit Monaten in der Firma verbringen? Jupp. Die komplette Villa für mich allein. Her damit. Wie traurig. Na gut, wie du meinst. Eigentlich voll traurig. Hey, wenn du möchtest... Vergiss es. Ah, sie wollte ihn fragen, ob er mitkommen möchte, ne? Ja. Gut. Huch, es ist sehr dunkel draußen. Es ist sehr, sehr dunkel draußen. Tracy.
Eva? Hey, Schwesterherz, ich bin auf dem Weg. Okay. Ah, jetzt sind wir Nil. Oder? Ich glaube schon. Ist das nicht der Helm für das Gerät, wo man in die Erinnerung gehen kann? Ah, guck mal, die Demonstranten sind weg. Und ja, da ist er. Er ist dort ganz allein. Ist heute nicht wie Weihnachten für euch? Ja, schon. Ich weiß auch nicht, was er da treibt. Süße, du solltest ihn bis zum Abendessen einladen. Was? Sei nicht albern. Du denkst da zu viel hinein, Dummerchen. Da steckt nicht mehr dahinter. Einfach nur als Gefallen für einen Kollegen, weißt du? Ich kenne ihn. Er würde die Einladung nicht annehmen. Wie dem auch sei. Deck schon mal den Tisch, ja? Ich werde bald da sein. Okay, Süße. Bis gleich dann. Okay. Eva? Was war das? Alles in Ordnung, Süße? Bist du noch da, Eva? What? Eva, hörst du mich? Ja, ich bin gleich da. Okay, Süße, bis gleich dann. Creepy. Oder war er das? Könnte er gewesen sein, ne? Aber wie? Nee, war er nicht. Okay. Komm schon, alle guten Dinge sind 30. Und der Moment der Wahrheit. Anomalität im Stromkreislauf festgestellt. Hauptstromversorgung unterbrochen. Was zum... Wie kann das? Ich sollte ins Untergeschoss gehen und den Schalter zurücksetzen, bevor jemand was mitkriegt. Ist zum Glück nicht gruselig. Wenigstens läuft der Aufzug mit Notstrom. Vom Eingangsbereich aus komme ich ins Untergeschoss. Okay, ist zum Glück nicht gruselig, ne, dass jetzt hier alles auf Notstrom ist und er natürlich ins Untergeschoss muss. Okay. Bett. Ah, er hat es direkt versteckt, okay. Falls jemand kommen sollte, ne? Aber was ist das denn, ist die Frage. Es ist sehr dunkel. Gut, mehr können wir hier auch nicht machen, ne? Nee. Gut, dann lass uns mal in den Eingangsbereich. Ich find's gut, dass er so eine leuchtende Erscheinung von sich gibt. Oder eine leuchtende Erscheinung hat. So. Zack. Ich gehe zu Eingangshalle. Wir könnten auch nochmal Aufenthaltsräume gucken, aber die sind alle weg, ne? Ich schaue aber noch mal kurz, ne?